Willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, wir rennen Richtung den. Oh, hier ist ein Munitionskisten. Öffne. Haha, Raketen. Ups. Alle mit dem. Dann machen wir Raketen. Flugbeute, Kronkorken. Stimmliche Schäden bringen mir nichts. Ab zum Wendler da unten. Oder zu den Karawanenleuten. Und gucken wir mal, wo sind sie? Ja, den Sklaven überlassen wir mal sein Schicksal. Oh, die kämpfen gerade gegen irgendwas. Das ist doch ein Supermutant. Den haben sie gerade erledigt. Du brauchst nicht weiter drauf schießen. Du brauchst nicht weiter drauf schießen. Oh, dass es vorbei ist. Hallo. So. Nehmen wir ja, wer noch mit? Oder können wir gleich verkaufen? Wie wäre es mit einem Handel? Ja. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ja. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Ich würde gerne etwas über die Handelskarawanen hören. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Aha. Gut, da können wir nächstes Mal da hinschauen. Ich bin hier, weil ich was verkaufen will, oder können Sie mir etwas reparieren? Sicher kann ich was reparieren, aber umsonst ist er tot. Schauen wir mal, alles reparieren. 440, der verbraucht gar nicht so viel. Magnum, ein bisschen Prozente, Sturmgewehr, abgesägte Schrotflinte. Die Lederrüstung ist mir ganz praktisch. Vielleicht das chinesische Sturmgewehr, haben wir das irgendwo? Wie bietet er nicht an? Heckenschützengewehr würde ich auch nochmal kurz reparieren. 47, dafür haben wir. Kampfflinte. Ja, mein Gott, machen wir auch. Und den Rest lassen wir. Fertig. Und jetzt will ich was verkaufen. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Kronkorken hat dann natürlich eine ganze Menge, weil er es von uns hat. Deswegen Gegenstände, Waffen. Jagdgewehr. Das verkaufen wir. Sturmgewehr. Das verkaufen wir. Dann haben wir hier noch die abgesägte Schrotflinte. Die brauche ich nicht. Und ja. Kommen wir 65 Kronkorken von ihm. Gucken wir mal, vielleicht können wir noch ein paar Chemikalien verkaufen bei ihm. Ich will sehen, sowieso, ob der irgendwas hat, womit ich anfangen kann. Hilfe. Fraut, Obst, Nougat, Cola, schmutziges Wasser, Scotch, Stimpaks. 4 Stück hat er. Was hat er sonst noch? Diagramm, Nougat, Granate. Aha. Sonst hat er nichts groß. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch bekommen. Jet haben wir hier, machen wir alle. So, Medex. 4 Stück. Metaz. Alle weg. Obwohl, ein Metaz könnte ich mal ruhig behalten. Falls wir das brauchen, wir brauchen. Buffout. Ja. Wie viele? 6. So. Und Psycho. So, auch 8 weg. Kosten zwar alle nichts. Stealth Boy kostet, hat ein bisschen Gewicht, oder? Ich meine, hat zwar alles kein Gewicht, aber wir bekommen ordentlich Kohle da zurück und wir werden dies gleich investieren in die Stimpaks. Und akzeptieren, wenn wir den restlichen Kronkorken betten. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst. Ja, ich muss gehen. Schleichen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Immer noch erkannt. Ich habe jetzt gehofft, dass wir versteckt sind nach einer Zeit. Jetzt sind wir versteckt. Erkannt. Verdammt. Ich bin einfach zu schlecht im Schleichen. Ja, okay. Oh. Hahaha. Oder vielleicht soll ich die einfach töten lassen. Doc. Damit ich
ich deren Ware bekomme, seine Ware bekomme. Oh, Granate. Mein Gott, war meine Erfahrungspunkte. Schieß nicht weit auf den rum. Oh Gott. Die 17 Erfahrungspunkte. Wo laufen wir denn hier lang eigentlich mal? Wir sollten doch eigentlich nach River City. Also ganz direkt ist das jetzt nicht. Oh, verdammt. Ist schon besiegt. So, alles mitnehmen. Enden. Guten Abend, bin ich froh, dass es vorbei ist. Oh, jetzt nehmen wir auch alles mit. Können wir gleich eigentlich bei ihm wieder verkaufen. Jeffers Memorial. Doc, bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal hier, Doc. Ich habe hier ein bisschen was, was wir uns einigen können zum Verkaufen. Ja. Haben Sie bestimmt noch nicht gesehen, was ganz Neues, Exklusives. Und dafür will ich auch einen guten Preis haben. Möchten Sie den ehrenwerten Doktor sprechen? Ausgezeichnet. Ja, verkaufen. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Und zwar Waffen, Jagdflinte. Akzeptieren, beenden. Ein weiterer zufriedener Kunde. Bis. So, und wir wollen noch River City. Das ist nicht. Wir müssen hier lang. Genau da lang. Ja, eigentlich sind wir ja unten auf der Karte. Los, lauf schneller, du. Du, weiß ich nicht. Du Vault-Bewohner. Und es wird jetzt gerade dunkel und ich hoffe, wir kommen noch irgendwie in River City rein. Ich will nicht draußen vor der Tür da übernachten. Oder mich irgendwie rumschlagen. Aber es ist auch eine super Idee, einfach hier lang zu laufen, wo hier überall Supermutanten sind. So, einfach hier. Hier war ja das Camp der Supermutanten und der Sklave, dem wir sein Schicksal überlassen haben. Also ihr könnt ja mal schreiben, was ihr wollt. Was sollen wir mit den Sklaven machen? Wir spielen ja eigentlich böse. Sonst würde ich ja sagen, befreien, ihr Schicksal überlassen oder umbringen. Aber das Befreien wird wohl, ja, eher nicht so was werden. Oh, da ist ja noch ein Händler. Mein Gott, wie viele Händler gibt es denn hier in der Nähe? Aber hier haben wir River City. Da sind wir angekommen. Was ist hier? Karawanenhändler? Hallo. Crazy Wolfgang. Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar und Plundermarkt. Du bist Crazy Wolfgang für mich. Welchen Krimskrams kann ich, der verrückteste aller möglichen Wolfgangs, Ihnen denn anbieten? Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane anhören. Ich durchstreife das Ödland auf der Suche nach dem besten Schrott, den hochwertigsten Trümmern und verwertbaren Abfällen. Alles hat einen Wert. Und mein Weg führt mich immer durch Canterbury Commons. Der Bürgermeister dort, Roe, hat immer Platz für einen schlauen Müllsammler wie mich. Aha. Noch so einer von den Typen. Kaufen. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Stimpex hatte 3. Die werde ich gleich mal nehmen. Ja, ich habe leider nichts groß zum Verkaufen. Glaube ich zumindest. Deswegen. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Ich muss jetzt Wir gehen. Sehen uns sicher unterwegs. So, dann auf nach River City. Hoch mit uns. Ha, hier können wir unsere Lebenspunkte auffüllen. Verdammt, können wir doch nicht. Ich habe mal Schränke. Leer, leer. Da würde mich auch wundern. Bei einem Eingang so eine große Stadt, das ist irgendwie mal was. Carlos. Können Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Aufbereitetes Wasser. Bitte. Ich muss jetzt gehen. Bitte. So einen Typen brauchen wir nicht. Willkommen in River City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Kleinen Moment mal, bitte. Da bin ich wieder. Ja, das passiert. Ich habe ja schon mal gesagt, mit Anrufen und so. Kennt ihr ja das Spielchen. Weiß auch nicht, warum passiert mir das andauernd, dass ich anrufen werde, während ich aufnehme. Und das Interessante ist ja, dass ich mit meinem Handy ja die Zeiten stoppe. Und deswegen... Ah, ja, mal schön eine Übersicht. Und deswegen... Ja... Keine Bewegung.
Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Ich suche meinen Vater. Ich bin in der Nachforschung zur Geschichte der Stadt betrieben. Ja, sowohl als auch. Mit dem Vater kriegen wir eigentlich später erst mit. Ihm bin ich keine Rechenschaft schuldig. Ach, ich schlendere nur umher. Vergessen Sie es. Ich hoffe ab. Aber wir sagen mal die Nachforschung, was ja unser wirklicher Grund ist. Sie stellen Nachforschungen ein, was? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Aber Sie können drinnen gern mal nachfragen. Aber machen Sie keinen Ärger, ja? Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Das stimmt ja nicht. Wie kam es zur Entstehung dieser Rostlaube? Ja, so ungefähr. Wie kam es zur Entscheidung, hier in Rostlaube zu leben? Wissen Sie über die Geschichte von River City Bescheid? Also fahren? Ich habe wirklich nicht die Zeit, über die Geschichte hier zu sinnieren. Ich muss mich schließlich darum kümmern, was hier und jetzt passiert. Okay, mit ihm reden wollte ich weiter. Schön weiter. Weil ich glaube nicht, dass der mir was bringen kann. Sieht alles in Ordnung aus hier. Ja, schön für dich. Treppenhaus. Mark zu River City. Oh, klingt doch gut. Wir waren noch nicht oben bei Mark. Dem Markt. Marky Markt. Okay. Die Leute gehen. Oh, ich muss in den Laden. Cindy bringt mich um, wenn ich mich wieder verspäte. Wenn's ein Schießeisen sein soll, dann sind sie hier goldrichtig. Der hat schöne Sachen auf dem Tisch. Jegliche Auffälligkeiten sollten den Sicherheitsbeamten gemeldet werden. Uha. Chinesisches Sturmgewehr. Junge, 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 hast du hier schon was rumzuliegen? Was ich am liebsten mir gerne schnappen würde. Aber ich glaube, da seid ihr nicht alle so zufrieden damit, wenn ich das mache. Was haben wir hier? Krokodilmine. Gut, dann fangen wir einfach an, mit dir zu reden. Willkommen, der hier. Der Markt schließt bald. Sie sollten sich lieber beeilen. Ja, ich weiß. Können Sie mir etwas über die Geschichte von River City? Ich habe hier praktisch alles aufgebaut. Als ich hier vor 12 Jahren ankam, gab es hier nur ein verrostetes Ruderboot und ein paar Blindgänger. Jetzt bin ich Ratsmitglied. Unter meiner Leitung sind wir zur stärksten Siedlung der Wüste geworden. Natürlich sind ein paar der Versager da geblieben, aber wer würde schon gehen wollen? Sprache haben wir 12%. Gibt es River City nicht schon länger als 12 Jahre? 12% ist schon ziemlich... Spitzfindigkeiten. Eine echte Siedlung entstand erst, als ich alle auf Vordermann gebracht hatte. Vorher gab es nur ein Lager. Wenn Sie wirklich hören wollen, was die Leute zu sagen haben, können Sie ein paar Proleten vom Hangardeck ausquetschen. Erwarten Sie aber kein wahres Wort von ihnen, vor allem nicht von dieser alten Wirtin Belle Bonnie. Sie erzählt die haarsträubendsten Lügen. Belle Bonnie, merken wir uns trotzdem nochmal. Ganz genau. Nachdem ich die Ansiedlung finanziert und den Stadtrat gegründet hatte, nahm ich die mir zustehende Stellung als Oberhaupt ein. Okay. Natürlich sind alle gleichgestellt. Die Leute wären sauer, wenn wir nicht zumindest so tun würden. Wir beide wissen es natürlich besser. Stimmt's? Der Krog-Typ ist ziemlich arrogant, wenn ich mal so sagen darf. Warum leben Sie auf diesem Schiff? Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Meine Ausrüstung muss repariert werden. War mir ein Vergnügen, Mr. Bonin. Ja. Bis bald. Und... Nehmen Sie bitte Platz. Das Gary Staley. Schon von dem Kampf im Muddy Runner letzte Nacht gehört? Ja, Belle wird ein paar Tische und Stühle ersetzen müssen. Belle, irgendwas mit Belle hieß es doch, wa? Der Rio reden sollten, das war Bannon. Commander Danvers, vielleicht weiß vielleicht sie was Bescheid. Vielleicht wissen Sie ja nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Commander Danvers, der stellvertretende Sicherheitschef. Ja, und deswegen will ich Informationen haben. Ruhig, Blut! Ich wollte nur etwas fragen. Dann sind Sie der Chef, die Chief Agnes unterstellt? Ja. Nun, ich habe keine Zeit für Grünschnäbel wie Sie. Zeit sie ist eingefroren, wie man haben, Flammen sieht. Damit. Ich habe mich verlaufen. Wie können Sie mir helfen? Ich möchte mir jemanden melden. Ich habe gehört, dass River City von einer Art Rat regiert wird. Kann man hier irgendwo trinken gehen? Saures Wasser? Können Sie mir über die Geschichte von River City erzählen? Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Ach, so ein Typ. Fragen wir mit dem Rat. Chief Harkness trifft sich mit Dr. Lee und Bannon, um über Angelegenheiten der Sicherheit zu reden. Meiner Meinung nach ein verschwendeter schöner Montagmorgen. Chief Harkness sollte einfach bestimmen, wo es lang geht. Okay. Ein sauberes Lokal, wenn ich schlecht. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen? Sie ist so eine Art Genie, wissen Sie? Einer von diesen super intelligenten Wissenschaftlertypen. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs.
So, melden können wir niemanden, können dann irgendwo trinken gehen. Fragen wir das meinetwegen nochmal nach. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Die Pflicht ruft. So, wir machen hier für heute Schluss. River City Supply. Sieht auch funny aus. Und machen wir nächstes Mal hier weiter, um die richtige Geschichte von River City zu erfahren. Was Bannon erzählt hat, das will ich nie und immer ihn abkaufen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.